Im Februar 2016 bekam ich eine E-Mail und diese E-Mail war so besonders, denn sie war für mich die erste Anfrage als Fotograf. Automatisch meine Fotografie gesehen, weil ich im selben Level uns push. Leuten, die die ganze Zeit alles perfekt machen wollen. Yo, was geht ab, Awesome Crew? Ich hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich euch von meinem ersten Auftrag als Fotograf erzählen. Diese ganze Erfahrung, wie ist es passiert, was habe ich gemacht und wie bin ich dazu gekommen und so weiter und so weiter. Um das Ganze irgendwie strukturiert zu halten, weil ihr wisst, ich rede gerne und dann bin ich da, habe ich mir ein paar Kernfragen überlegt, die ich gerne beantworten möchte. Nummer 1, wie bin ich zu diesem Auftrag gekommen? Nummer 2, wie bin ich mit dem Druck umgegangen? Denn so ein Auftrag ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man jetzt einfach knipsen geht, ja? Drittens, wie ist die ganze Abwicklung abgelaufen, der ganze Prozess von dem Ganzen? Und zu guter Letzt, warum erzähle ich euch das Ganze eigentlich? Okay, lasst uns gleich loslegen. Also, wie bin ich zu dem Auftrag gekommen? Wie gesagt, sie haben mir diese E-Mail geschickt, 2016, genau. Und das war zu einer Zeit, wo ich schon eine Weile fotografiert hatte, aber noch nicht wirklich so gut Kundenaufträge hatte. Es waren mehr so hier, da Freunde, Freundesfreunde und sowas. Und das war dann wirklich der richtige erste Auftrag für mich. Und sie haben mich einfach über meine Website angeschrieben. Sie haben gesagt, hey Pau, wir haben deine Fotos gesehen, mega cool. Und hast du Lust für uns zu fotografieren? Wir sind ein Modelabel hier in München, ein junges Modelabel. Und wir möchten für unsere nächste Kampagne bzw. für unsere nächste Kollektion einfach neue Fotos machen. Und deine haben uns gut gefallen. Und ich so, ja, natürlich mache ich das. Ich meine, das mache ich jeden Tag. Ey, ja, so viel zum Thema jeden Tag. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe auf jeden Fall gesagt, ja, natürlich mache ich das voll gerne. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, habe ich etwas gemacht, was ich zuvor hätte machen sollen, nämlich fragen, wie sie zu mir gekommen sind, wie sie mich gefunden haben. Und das habe ich dann später gemacht. Und zwar habe ich gefragt, ja, wie habt ihr mich gefunden? Und die meinten, wir haben in Google eingegeben, Suchbegriff Street Style Fotograf München. Und das war so ein Suchbegriff, den ich oft auf Instagram einfach als Keyword bzw. als Hashtag benutzt habe. Ja, also Hashtag Street Style Fotograf München sozusagen. Und weil ich Instagram auf meine Website eingebaut hatte, also mein Feed, wurde meine Website für diesen Suchbegriff bei Google oben eingerankt. Also hoch und oben eingerankt. Und so sind sie gleich als einer der ersten auf mich gestoßen. Und wenn euch sowas interessiert, das heißt Suchmaschinenoptimierung, SEO, Search Engine Optimization. So habe ich das quasi geschafft, an den Auftrag zu kommen. Wenn euch sowas interessiert, sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Auf jeden Fall, so haben sie mich gefunden und so kamen wir dann in Kontakt. Ist richtig cool gelaufen. Und dann war es soweit. Der Auftrag kam immer näher und wie ging ich mit dem Druck um? Ganz ehrlich, für mich war das überhaupt kein Problem. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine Weile fotografiert, hatte schon viel Erfahrung gesammelt durch Fotoshootings, die ich mit Freunden gemacht habe. Und durch das Briefing, das wir vorher hatten, wo ich sie gefragt habe, was möchtet ihr, für was möchtet ihr das, in welcher Größe möchtet ihr das, wie soll der Look sein, etc., 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 hatte ich eine genaue Liste und wusste genau, was ich abliefern musste und wusste genau, dass ich das abliefern kann. Ich hatte die Kamera mit der richtigen Qualität, ich hatte das Know-how für diese Art von Shooting, ich hatte das schon oft gemacht und deswegen war der Druck echt nicht so groß. Aber er war trotzdem da, weil es ist immer noch ein Kundenauftrag und man weiß nie, was schief geht. Und das Ding ist halt bei so einem Kundenauftrag, sie möchten an diesem Tag dieses Ergebnis haben, da ist nichts mit probieren, du musst ready sein. Und das ist halt diese Drucksituation, die auf einen zukommt. Aber hey, ganz ehrlich, wir sind doch alle locker, wir wissen, was wir tun und deshalb ist es überhaupt kein Stress. Also einfach entspannt auf diese Sache zugehen, einfach für sich selbst entscheiden, hey, bin ich ready dafür? Und wenn man sich ready fühlt, kann man sagen, hey, den Auftrag nehme ich an und dementsprechend war das kein Problem. Die ganze Abwicklung war ziemlich easy eigentlich, also das war ein total super erster Kunde, ja, also das war, wir haben uns sofort auf Anhieb verstanden, haben uns einfach unterhalten, ganz locker schon vor dem Shooting, schon öfters einfach Kontakt gehabt. Und somit war alles quasi Ablauf ready, ja. Und wir haben dann geshootet, ich durfte auch Models vorschlagen und konnte da auch was mit Freunden machen, auch Make-up-Artistinnen, die ich vorgeschlagen habe, sie fanden das sofort total cool, weil sie waren auch gerade so am Anfang, am Aufbauen von ihrem neuen Modelabel, ja. Und ich war auch so am Anfang von diesem Ganzen. Und
sie haben mich sogar gefragt, ob ich das studiert hätte oder wie ich zur Fotografie gekommen bin. Und ich habe dann gesagt, ich habe nicht studiert. Ja, und für sie war das so, okay, kein Problem. Ja, du machst schöne Fotos. Das ist das, was für uns zählt. Also war ihnen dieser Aspekt total egal. Ja, und genau, also so ist das Ganze gelaufen. Und ich habe dann die Fotos, wir haben dann geshootet. Die Fotos haben wir uns dann am selben Tag noch angeschaut. Also wir sind durchgegangen und sie haben mir gesagt, wir brauchen dieses Foto gefällt uns besonders. Okay, und dann hatte ich die Auswahl, da diese Fotos sollte ich bearbeiten. Hab sie dann bearbeitet, eine Woche später oder beziehungsweise, das hat glaube ich länger gedauert, 2 Wochen später, weil es war ein größerer Auftrag, habe ich den Fotos dann geschickt oder denen die Fotos geschickt und sie waren sofort happy und meinten, richtig, richtig cool, hat uns super getaugt und auf jeden Fall richtig tolle Arbeit. Und das war für mich so ein Yes, you made it Moment, wo ich mir dachte, okay, hey, du bist jetzt ready dafür und jetzt kann alles kommen. Jetzt bist du ready für Fotoaufträge als selbstständiger Fotograf und so. Und das war natürlich ein super erster Auftrag, um einfach diese Selbstbewusstsein zu gewinnen. Und das hat es auf jeden Fall getan. Und genau, also es lief alles super, total perfekt. Und warum erzähle ich euch das Ganze? Es ist so, dass dieser Auftrag zu einem Zeitpunkt kam, wo ich mit der Fotografie nicht mehr so ganz sicher war, ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon länger fotografiert, circa 1,5 Jahre oder hatte schon einfach viel gemacht und dann war ich an dem Punkt, okay, jetzt möchte ich gerne irgendwie mehr damit machen und es würde mich freuen, weil ich hatte dann auch mein Abi fertig, wie gesagt, war dann in Kanada, bin wiedergekommen und dann hat meine Eltern auch so Druck gemacht. Ich so, ich möchte Fotograf werden, aber es läuft nicht sofort und dieser Druck, der da kam, das war so, oh mein Gott, okay, entweder ich mache jetzt eine Ausbildung oder irgendwas, wo das läuft mit der Fotografie und ich war so, das mit der Fotografie ist viel zu schwer, ich mache lieber irgendwie was Gescheites oder ich mache erstmal hier einen Aushilfsjob irgendwo, damit ich meine Eltern irgendwie stillhalten kann und so und wollte mit der Fotografie schon fast aufhören und dann kam dieser Auftrag und für mich war es so, ich habe aber immer weitergemacht mit der Fotografie und dieser Auftrag kam und es war so, boah, ich wäre kurz vorm Ende, aber nein, dann kam dieser Auftrag und die meinten, hey, macht es. Und für mich war es so ein Push-Moment, wie so, ja, du musst einfach durchziehen, du musst einfach mal weitermachen, wenn es hart wird irgendwie und du merkst, boah, jetzt kommt irgendwie der Druck von allen Seiten irgendwie so, mach weiter dein Ding und irgendwann kommt dann dieser Fotoauftrag, den du dir so sehnlichst erhoffst. Ich meine, wenn ihr dieses Video anschaut und vor allem bis zu diesem Punkt, interessiert euch das. Ihr möchtet Aufträge als Fotograf gewinnen, ihr möchtet selbstständig sein und deswegen möchte ich euch einfach nur irgendwie Mut zu sprechen, so, hey, haltet einfach durch, wir alle sind in dieser Phase irgendwann mal in der Zeit, aber wenn man durchpusht, immer weitermacht und vor allem die Liebe dafür hat, für das, was man tut, für die Fotografie, ich meine, ich hätte weiter fotografiert, aber ich hätte halt was Richtiges arbeiten müssen, aber ich hätte weiter fotografiert, weil mir die Fotografie so Spaß macht und weil ich die Fotografie liebe und wenn man diese Passion dafür hat und diesen Einsatz dafür geben will, dann kommt irgendwann dieser Auftrag und der wird euch dann so boom, hier in die Luft schießen, vielleicht nicht wirklich, weil danach lief es dann nicht 100% immer weiter, ich musste weitermachen, um an diesen Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin, aber auf jeden Fall hat dieser Auftrag mir diesen Push gegeben, weiter durchzuziehen und genau, das ist so ungefähr die erste, genau, das war der erste Auftrag für mich als Fotograf und wirklich Highlight, natürlich, wenn man sowas machen möchte und ich hoffe, ihr konntet was hier draus mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, bitte, stellt sie mir unten in den Kommentaren zu dem ganzen Thema. Ich weiß, da sind immer einige Fragen, die Leute fragen mich oft persönlich und so und deshalb bitte ich drum, einfach da lassen und dann können wir uns drüber unterhalten und genau schauen, was euch so interessiert. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal, haut hier bitte einmal drauf und werdet ein Teil unserer awesome Crew, damit ihr keine weiteren Tutorial-Videos verpasst oder solche Videos, wo ich einfach von der Arbeit als Fotograf erzähle. Ich glaube, da sind einige interessante Einblicke für euch drinnen und dass sie euch sehr helfen werden. Das war's. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video und nicht vergessen, stay awesome und bis dann. Macht's gut. Juhu.